Wir übergeben heute 5 Fahrzeuge an die Freiwilligen Feuerwehren. Einmal Babelsberg Kleinklinecke, Fahrland, Grube, Drewitz und Bornstedt. Also wir versuchen natürlich, uns technisch auch aufzustellen für die Waldbrände, die wir in Brandenburg ja regelhaft haben. Da die ganzen Maßnahmen, ich sag mal beispielsweise Waldumbau, noch viele Jahrzehnte in Anspruch nehmen, muss die Gefahrenabwehr, müssen sich die Feuerwehren eben im Moment auch technisch so aufstellen, dass wir die Ereignisse auch beherrschbar bekommen. Und diese Fahrzeuge sind ein Beitrag dazu, eben dann auch auf solche Schadensereignisse reagieren zu können. Ja, das sind sogenannte Tanklöschfahrzeuge und die Fähigkeit steckt quasi schon im Begriff. Die führen also Wasser mit im Wassertank. Jedes dieser Fahrzeuge 4.800 Liter Löschwasser. Und damit sind wir dann in der Lage, bei größeren Bränden, bei abgelegenen Gebäuden, wo also eine schlechte Löschwasserversorgung vorhanden ist, oder bei Brandeinsätzen auf Autobahnen oder auf Bundesstraßen ausreichend Löschwasser an die Einsatzstelle zu bringen. Und damit können wir auch gleich ein bisschen Werbung machen. Wir können immer Nachwuchs gebrauchen, besonders im Norden. Also wir würden uns auch sehr freuen, wenn sich der eine oder andere bereit erklärt, zur Freiwilligen Feuerwehr zu kommen.